Auf dem Regiobus-Betriebshof im Springer Ortsteil Eldachsen sind am frühen Dienstagmorgen 12 Busse durch ein Großfeuer zerstört worden. Ein Mann hatte den Brand gegen 3.15 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. 8 Ortsfeuerwehren waren im Einsatz. Die Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz brannten völlig aus. Der Schaden beläuft sich auf 3 Millionen Euro. Auswirkungen auf den Linienverkehr soll es nach Unternehmensangaben aber nicht geben. Ein technischer Defekt ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Die betroffenen Busse stammen ausschließlich aus den Baujahren 2013 und 2014. Es ist bereits der 3. Brand auf dem Busdepot binnen 1,5 Jahren. An Weihnachten 2014 brannten 25 Busse und eine Halle samt Waschanlage aus. Der Schaden hier 10 Millionen Euro. Die Brandursache konnte damals nicht ermittelt werden. Bei einem Feuer im September 2015 jedoch, bei dem Mitarbeiter größeren Schaden verhindern konnten, handelte es sich eindeutig um Brandstiftung.